Hallöchen, willkommen zurück. Da sind wir wieder bei Path of Exile. Und ich weiß gar nicht genau, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Weil ich nämlich parallel noch mit 200 Chars spiele, die auch ungefähr in dem gleichen Levelbereich sind. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Aber der Vorteil davon ist, dass ich, die Items sind noch gar nicht geladen. Essen im Zahn. Dass ich mit den anderen Chars einfach nur durchrenne, mir das Yes. alles nicht anhören muss. Haben die eigentlich noch Be was zu well. erzählen? Ah, wiederöffnete Passage. Was hältst du denn davon, Silk? Was hältst du davon? The path to the sea is open. You are a legend that lives, exile. Ja, das hört sich auch gut an. Hat die auch noch was zu erzählen And eigentlich? go on. Ah, die hat auch was zu erzählen. Okay, hören wir uns mal an. I've worked on many beautiful little machines in my time. Let's see. There was one that was originally designed to rapidly peel and pith fruit. That one is now called the Disculper. The portable oven turned out to be less of an oven and more of a red hot ember dispenser. Still quite popular. And of course, the towers I have been assembling for use in protecting the portable purifying pumping unit. Those I am particularly proud of. Powered by the toxic fluid that runs through the fungal fibers. Surprisingly robust and safe. Relatively safe. Almost no one has died yet, who wasn't meant to. I'll pray for you. Almost no one has died. Hello. Oh, die haben noch richtig viel zu erzählen. Okay. Schwarzgardisten, das ist doch mal interessant. Jetzt Eramir, was ist denn los? Erzähl du mal. The High Templar's Blackguards? They're here, rubbing shoulders with us mere exiles? A mystery indeed. And so near the Chamber of Sins. Whatever they want with that foul place, it won't be for the betterment of humanity. Okay, das hat irgendwas mit der Kammer der Sünden zu tun. Was war denn nochmal die Kammer der Sünden? War die nicht auch in der Nähe? The Chamber of Sins? Apparently, the late Archbishop Geoffrey of Frisia gave it that title. It was built by Emperor Titus for one Inquisitor Maragaro. How do I know this? To my shame, I did Dominus's dirty work in the selfish hopes of scholarly advancement. I scoured fragments of documents brought back by Fairgraves and Doresso before his disgrace. I unearthed all I could on the Eternal Empire's masters and mistresses of thaumaturgy, a subject of keen interest to our supposedly devout High Templar. If I were you, I'd avoid Malagaro's old laboratory. A place of illness infected by a diseased mind. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir da hin müssen? Fare you well. Mit Grüßt. What troubles you bring now? What troubles you bring? Going? So. Wenn ihr aber mal in meine Kiste guckt, ich habe hier unten so geile Dinger. Qualität für Tresor verbessern. Und ich hatte richtig Luck. Ich habe tatsächlich eine Chaos-Sphäre gefunden. Voll gut, ey. Voll fucking awesome. Ich habe noch ein paar Essenzen, aber nicht viele. Fragments immer noch keine. Ich habe ganz viele Gemmen, die ich nicht brauche. Ich habe mittlerweile zwei Epics hier rumliegen, die ich nicht benutzen kann, weil ich nicht weiß wofür. Weil sind halt nicht sonderlich gut. Bogen benutze ich hier eh nicht und die Dinger sind eigentlich bis auf die Karte hier hinten leer. Habe jetzt nicht irgendwie großartig Items gehortet. Es ist alles Currency irgendwie. In alles in Currency gelandet. Ist halt, ne, von allem irgendwie mal ein bisschen da. Also, so dass wir immer, wenn was ist. Ich habe noch eine Silbermünze, aber das Problem ist, da ich keine nicht drei Silbermünzen bräuchte. Ach guck mal. Das zählt immer noch, alles klar, weil mit dem anderen Scheiß ist das nicht da. Aber ich kann es nicht versiegeln, weil mir zwei Silbermünzen fehlen und die sind so blöd selten. Aber, ach so, Leute. Passt auf. Ich gehe mal eben. Das habe ich in der letzten Folge gemacht. Ich war in der Menagerie. Oh. Und habe nicht gecheckt, wie man den Blutaltar benutzt. So, ich hab's dann mal mit dem anderen Schaf funktioniert ausprobiert. Ist ganz gehörig nach hinten losgegangen. Ja, also, erstmal. Weil alle, die es noch nicht kennen, die es noch nicht gespielt haben, erstmal kann ich hier in die. Gibt's hier diese Menagerie der Tiefen, der Sande, der. Whatever. Da gibt's diese vier Stück. Ich gehe mal in die der Tiefen rein, ist egal welchen. Es ist eigentlich total überflüssig. Also, die Orte sind alle komplett egal. Die bringen überhaupt nichts. Die sind nur schön. Weil ich kann hier reingehen. Und dann habe ich hier so kleine. Guck, da ist sogar einer.
Dann habe ich hier, hier ist zum Beispiel ein Gefängnis oder eine. Hier gibt es Schildkrabben. Da ist jetzt zum Beispiel einer drin. Ich habe nämlich ein paar neue gefangen. Ja, und hier drin ist im Prinzip wie ein Zoo. Hier sind verschiedene, ja, verschiedene Käfige und in denen sind verschiedene Tierarten drin. Das ist total geil. Und man kann die dann hier drin angucken und was sie so machen und was sie so für Fähigkeiten haben. Das kann man da reinsehen. Es ist total egal. Macht absolut gar keinen Sinn, dass man das hat, aber es ist, ich find's geil. Ich find's total gut. Und der Wildnis ist dann mehr so ein Dschungel und die haben dann verschiedene Themen, die sehen dann entsprechend anders aus. Man findet nur nie wieder den Ausgang. Ich könnte einfach den Ausgang nehmen, wo ich reingekommen bin, ne? Das wäre natürlich total einfach. Also ganz blöd. Mach ich doch mal das. Gibt es hier dann so verschiedene Käfigtypen. Das finde ich total geil. Also das ist total geil. Das ist, wie gesagt, total überflüssig. Aber es ist total cool. So, der Blutaltar. Ich habe, wie gesagt, noch ein paar Viecher gefangen. Ich wollte das hier machen. Mir fehlt allerdings jetzt die kreikische wilde Krabbe. Ich habe natürlich hier einen Gegenstand reingelegt, was natürlich Quatsch ist. Ich muss das Ding natürlich leer lassen und dann kriege ich einen Gegenstand. Ich kann aber, weil ich nämlich diese andere Schildkrabbe gefunden habe, kann ich einen Stapel mit 4 Sphären des Goldschmieds machen. Dann spawnen hier auf einmal diese Dinger und ich sehe schon, das sind die hier alle. Die sind alle Level 15 und Epic. Das Problem ist, beim letzten Mal ist übelst geruckelt. Und ich war quasi instant tot. Wenn man so will. Ich habe keine Ahnung, ob es mir jetzt leichter ergeht. Ich war auch mit einem anderen Char drin, der nicht so gut in dem ganzen Kram hier ist. Inkarnation ist Quatsch, warum ich da eigentlich drin? Ich mache das jetzt einfach mal mit dem Flammentotem, dann kriege ich 4 Sphären des Goldschmieds. Ist wahrscheinlich gewastet, aber ganz ehrlich, scheiß Vertrauen. Ich wollte es mal benutzen. Ja gut, ich habe ja mein Flammentotem, also von daher. Machen wir noch ein paar Funken. Lavaschlag. Totem. Mein Gott. Die haben aber auch Leben, die Viecher. Sterbt doch alle. Was? Wo ist eigentlich mein Totem? Ach, ich habe keinen Mana mehr. Zack. So, kommt ihr jetzt mal bitte. Okay, das hat funktioniert. Ah, dann kann ich hier reingehen und habe Ehren eines Goldschmieds. Geil. Dann kann ich mir die rausholen. So funktioniert das. Wenn ich darauf vorbereitet bin und es nicht ruckelt, dann geht das auch. Und ich habe jetzt nämlich die Quest fertig. Das ist nämlich das Gute daran. Weil die war nämlich noch offen. Und jetzt habe ich nämlich, sagt er mir nämlich noch mehr. Also, gehen wir jetzt mal zu Einar und unterhalten uns mal nochmal mit dem. The crunch of bone, the splatter of blood. Is there anything as satisfying? You have proved you are a survivor, and the first ones have rewarded you. Capture more beasts, perform more rituals. This is what we will do, yes? The first ones have many blessings to bestow. We will discover them. Now go, survivor. More beasts await. More beasts await. Was ist das eigentlich? Fangt 11 mehr neue Monster für euer Bestiarium ein, um Einars Dekorationsstufe zu erhöhen. Ist das dann... Ach, die Dinger, das sieht dann auch noch anders aus. Das ist ja cool. Okay, hat noch was zu erzählen? The end is coming, Exile. Of that, I'm sure. Just not so sure when. Maybe tomorrow? Maybe 3 years from now. No more than 3 years from now. When the end arrives, we must be ready. The first ones will return. They will bring the survivors with them to the Great Grove. We must prove we are worthy. We must sacrifice the beasts we find at the blood altar. Feed the altar the blood of these beasts, and the first ones will bless us. And, perhaps, reveal to us their secrets. Das sind die Ersten, jetzt verstehe ich. Ach, okay, jetzt verstehe ich erst, was die Ersten sind. Jetzt checke ich erstmal, was er mir erzählen will. Was kann ich hier kaufen? Überträgt eine Bestie in einen handelbaren Gegenstand. Ach ja, genau. Genau, ich kann ja hier diese Bestiariumsphäre kaufen. Dann kann ich eine Bestie rausnehmen und dann kann man die nämlich auch wie Pokémons handeln. Also es hat halt sehr viel von Pokémon, muss man sagen. Ist aber
Echt gut. Also ich find's geil. Also ist echt cool gelöst. Also muss man sagen. Mag's. So, ich gehe mal in Akt 2 wieder. Und dann könnte ich eigentlich direkt zu den Fluss laufen. Und gucken, dass ich hier oben hinkomme. Muss ich da überhaupt hin? Das ist da. Das ist da. Das ist... Ah, da ist noch ein Bandit. Da ist die. Labyrinth des Herrschers ist irgendwo anders. Ja gut, da oben ist noch ein Bandit. Dann gehen wir mal dahin. Gehen wir uns mal den zweiten Banditen. Ich habe in mein Bild geguckt. Ich soll Alira, das ist die, die wir schon haben. Der soll ich helfen. Das haben wir auch gesagt, dass wir der helfen. Von daher sind wir hier genau auf der richtigen Seite. Und müssen jetzt die anderen beiden natürlich dann töten. Und ihr die, die Halsketten, Ringe, Halsketten, glaube ich, bringen. Halsketten, meine ich, waren's. Sollte aber kein Problem sein für uns. Denke ich mal. Ich habe nur keine Ahnung, welche Richtung wir müssen. Weil, warum sollte ich auch eine Ahnung haben? Ah, ein bisschen ruckelig gerade. Ach, Cassia. Ja, sonst. Who else could it be? Kann man hier rüber? Oh, tatsächlich. Habe ich nicht gerechnet. Das war jetzt unerwartet. To the unrighteous turn to ash, to ash. Die Feuchtlande, warte mal. Und das ist die Feuchtlande? Das ist der Westwald. Ja, das sind die Feuchtlande, ja richtig. Boah, das wird aber schnell. Das ging jetzt flott. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Die Feuchtlande. Dann laufen wir einfach mal hier lang. Keine Gegner. Ah doch, da kommen welche. Ich bin ein Debuff. Wahl des Kriegsfürst. Doch her, Krebse. Kommt doch zu Besuch. Kommt doch mal zu Besuch. Ja, ja, komm doch. The unrighteous burn to ash, to ash. Schuhe. Ist hier so viel. Ach so, gut, sind Feuchtlande, deswegen gibt es hier Krebse, ich verstehe. Verstehe. Okay. Oh, ich freue mich schon, wenn ich die Note habe, wo dann, wo ich zwei Totems machen kann. Das ist dann viel einfacher. Ehrlich. Dann geht es alles viel flotter. Dann ist das alles viel schneller. Nur durchrennen. Ah, guck mal, da ist ein Buff. Ach, cool. Das eine Essenz. Geil. Geil, 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 geil. Komm, den decken wir direkt mal auf. Machen wir direkt auch noch hier alles. Komm. Warum mache ich eigentlich mehrere von den Dingern? Das ist total unsinnig. Nehmen wir den um. Die Dorn-Kobras. Geil. Kriegen wir noch eine Essenz, jawohl. Zack. Essenz der Gier, läuft. Diese Essenz-Dinger sind super. War übrigens auch mal, falls ich es noch nicht erzählt habe, das war mal eine, ein Liga-Feature. So wie jetzt die Blights mit Cassia sind. Wollten noch nur in ihrem Zelt schlafen. Dann kommt die Feuersbrunst. Wie viele da auch drin wohnen, ne? Jimmy droppt heute echt scheiße. Oder beziehungsweise droppt irgendwie gar nichts. Er droppt nicht nur schlecht, er droppt auch einfach überhaupt nichts. Ach, da geht's noch ein Ding weiter. Oh Gott. Okay, aber hier ist zumindest schon mal. Was ist das denn? Ah, das habe ich beim letzten Mal schon. Findet einen Weg in die Wahlruinen. Toll. Na, immerhin muss mir nicht mehr lange laufen. Man schon mal etwas. Und gut, dass diese Map auch gar nicht groß ist. So, da unten sind Elite-Gegner. Sogar jede Menge. Zeichen des... Oh, ja, da kommen direkt gelbe Sachen. Hier? Ach, Funken. Aber... Leider, dass die nicht, die nicht irgendwie alle automatisch dann auch zählen für das Bestiarium. Wenn nur bestimmte die zählen. Das ist ein bisschen schade. Das Oak. Ah, genau. Oak ist der Banditenfürst. Glaube ich. Hieß doch Oak, ne?
Nein? Okies? Könnte ich so. Ah, ich laufe hier mit dem Map mal, glaube ich, ab. Warum auch nicht? Da fallen aber auch einfach nur die Gegner, das ist total gut. Hä, Cassia? Die ist hier auch noch? Ach, die ist hier auch noch mal natürlich. Ah, natürlich ist die auch noch mal auf der Map. Hä, jetzt singt ihr voll was anderes? Ja, dann kannst du aufhören. Ja, plötzlich sind da Leute, ich weiß. Verrückt, ne? Hätte jetzt auch nicht mit gerechnet. Ach, guck mal, ist noch eine Aufwertungssphäre. Nehmen wir noch mit. So, ich gehe mal oben ins Lager. Ich mach das mal eben zuerst. Gehen wir mal rein. Hier ist Oak. Zack. Valyra sent you, but you strike me as someone who craves a higher purpose than that. Something worthy. Something like peace. Every day, my brethren and I battle and die with Kraton's rats of the bridge and Alira's thralls of the old road. To spare the lives of many, you need take only two. But if peace isn't reward enough for you, bring me the amulets that hang around Kraton and Alira's worthless necks. When joined with mine, those trinkets will forge us a new strength, you and I. The strength to bring about peace. Physische Schadensminderung, globaler physischer Schaden. Bringt halt nichts für mich. Ist für mich halt Quatsch. Deswegen hauen wir jetzt über den Haufen. Oh, okay. Nein. Machen wir die außen weg. Wächter? Boah, wie viele kommen denn da? Mein Gott. Mein Gott, da kommen immer mehr. Aber ich habe so viel Life. Ah! Bin tot. Your reign is over, Bandit King. Wie er das mit so voll außer Atem sagt, das ist total cool. Ja, reign is over. Das war anstrengend. Cool. So, machen wir noch ein Blight. Ne? Ich habe noch gar kein Blight heute gemacht. Ah, hier ist das Amulett. Aufwertungssphäre. Noch eine Essenz. Diese Dinger, das ist total gut. Ganz ziemlich coolen Stuff gefunden. So, jetzt machen wir noch mal den Blight. Da ist bestimmt auch noch jede Menge geiles Zeug drin. Wo? Drei Türme. Okay, das war irgendwie nicht so weit wie gedacht. Dann machen wir erstmal Eis. Dann Feuer. Und dann warten. Weil ich weiß nicht, wo der andere, die anderen beiden hingehen. Weil wenn das Ding brancht, dann geht das wieder. Branching Exile. Ja, siehst du, es geht nämlich ganz woanders hin. Genau, das ist nämlich meine Befürchtung gewesen. Geht wahrscheinlich nämlich jetzt das dritte Ding geht wahrscheinlich nochmal komplett woanders hin. Ach, hier oben sind zwei. Deswegen. Jetzt verstehe ich das auch. Bam, da gehen sie alle down. Nicht gehört, dass sie gesagt hat, dass das Ding gebrancht ist. Oh, das hat funktioniert. So, befallene Zyste. Schön, schön. Und nochmal ein Tresor. Ganze Handschuhe. Hier noch irgendwas an Mats. Oh! Holy shit! Chaos-Sphäre. Umwandlungssphäre. Ja, das läuft, ne, würde ich sagen. Der Tag fängt gut an. Oder bzw. die Aufnahme. Damit kann ich mich da sehen lassen. Das ist jetzt aber ziemlich gut gewesen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er jetzt einfach mal so ein Ding droppt. Das wäre jetzt krass. Krass, ey.
Krass, 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 krass. Okay, dann würde ich einmal ganz kurz... was habe ich hier noch am Platz? Habe ich hier noch einen Gürtel? Und habe ich noch irgendwas... Geierhöhe? Ein enormes Mana-Fläschchen. Das könnte ich ja vielleicht mal einpacken, ne? Großes Mana-Fläschchen, größeres, größeres. Nehme ich das größere raus, pack dafür das enorme da rein. Das hat nämlich 170, 120 haben die. Das ist kleiner, aber die sind blau. Die sind natürlich besser. So, kann ich noch irgendwas mitnehmen? Ein... Nee. Nee, nee, nee. Oh, geil, die Seuchenmaske. Dann sehe ich aus wie einer. Wir Best Friends. Ich meine, wir sind ja eh Best Friends. Habe ich ja schon gelernt. Wir gute, gute Freunde sind. Also sonst findest du ständig diese Dinger mit den Dreierteilen. Der Dreierhöhe, aber nicht, wenn du es brauchst, weißt du? Na egal. Was sagt eigentlich die Aufnahme? 15. 25, 35, 45. Ja, ich hab noch kurz. Ein paar Minuten. Läuft. Dann können wir noch zu grüßen. Und verkaufen. Können wir verkaufen. Auch kein Krummbogen. Freunig, freunig, freunig. Freunig. Und dann Rest gucken wir mal. Return, if you must. I must return. I must return. Sensen. Zack. Oh, da schon drei von. Vor allem normale Gegenstände zu einem seltenen. Das heißt, eigentlich kann ich aus jedem grauen Item mit diesen Dingern irgendeinen richtig geilen selten. Das sind doch die seltenen eigentlich, ne? Warte mal. I greet you. Muss man irgendwas ausprobieren. Was ich da nehme, ist eigentlich egal. Kettengürtel, Energieschild, Energieschild. Habe ich eigentlich momentan. Stärke drauf. Räumungsdauer, das ist echt totaler Quatsch. Globaler physischer Schaden. Oh, die habe ich geile Sachen. Mittleres Hybridfläschchen. Oh, Hybridfläschchen. Ja. Das ist aber nur scheiße, kann ich nichts mehr anfangen. Aber versuchen wir bei einem anderen grauen Ding. Was haben wir denn hier für einen Gürtel? 30 Stärke. 32, okay. 8 Stärke habe ich. Rüstung, maximales Leben, Kältewiderstand. Energieschild, Life Rack, maximales Mana, Betäubungsdauer. Waterfläschchenfüllung ist uninteressant. Stärke, Rüstung, maximales Leben, Kältewiderstand. Kältewiderstand ist natürlich geil, aber maximales Mana ist, glaube ich, noch ein bisschen besser. Und Life Regen. Das ist gut. Guck nochmal eben auf den Gürtel. Das geht auf Energieschild, okay. Plus, Gott, 19, Gott, 28 Energieschild. Ja, das ist das Doppelte. Maximales Leben, maximales Mana, Blitzwiderstand und die anderen Sachen sind uninteressant. Plus Stärke, brauche ich Stärke? Ich spiele doch auf Holy Flame Totem. Holy Flame Totem ist 31 Stärke, 22 Int. Ich habe 160 Stärke. Brauche kein Stärke-Item. Ich kann voll auf das Ding gehen. Besser. Haben wir hier Panzerhandschuhe. Gucken wir auch nochmal. Weil Energieschild 4. Ich hab da jetzt, ne, diesen Gegenstand 12. Die sind immer 19. Mit, was hab ich denn da? Meine sind mit Geschick und Int. Und Energieschild. 10% ist natürlich toll, aber ich brauche auch 10% macht natürlich nur Sinn, wenn ich auch was habe. Weil 10% ist natürlich immer der. Weil jetzt habe ich nämlich 49. Wird nämlich mehr. Hier ist aber Kälte und Blitzwiderstand und Rüstung und Ausweichen und Blitzschaden. Schaden brauche ich eigentlich nicht. Andere Dinge schon nicht schlecht. 16, 26. Nehmen das Ding mal. Nehmen die durchstoßen, gehen wir mal raus. Die kann ich hier rein tun, die ist eigentlich. Ah, nee, kann ich nicht da rein tun. Weil ich nicht genug Geschick habe. Weil Geschick hier drauf ist. Aber vielleicht ist hier Geschick drauf. Ich meine, warum gucke ich jetzt eigentlich? Das benutze ich eh nicht. Weil. Ne? Oh. Oh. Oh, ich kann die Handschuhe nicht wechseln. Braucht das Geschick. Ich habe nicht genug Geschick darauf. Deswegen kann ich, sonst könnte ich meine Tabula Rasa nicht benutzen. Ich brauche mindestens 31 Geschick.
Sonst kann ich nicht benutzen. Okay. Dann, aber das Ding ist natürlich eh, im Gegensatz zu einer Tabula Rasa, natürlich eh Quatsch. Die wären vielleicht noch ganz interessant gewesen, aber ganz ehrlich. Hello. Die waren jetzt auch nicht so übertrieben besser, da ich gesagt hätte, boah, brauche ich unbedingt. Sondern das war mehr so, ja, komm. Kann man machen, aber ist gar nicht notwendig gewesen. Das funktioniert auch so wunderbar. Ich habe halt total viele Gemmen hier drin, die ich alle überhaupt nicht brauche. Weil die einfach komplett überflüssig sind. Ich habe hier jede Menge Kram, aber das sind alles nicht die, die ich brauche. Und das ist halt ein bisschen blöd. Ich habe hier jetzt irgendwie, ne, ich habe hier Sachen drin, die brauche ich alle überhaupt gar nicht. Ich habe hier Feuerschaden zusätzlich und Kälteschaden. Das ist kompletter Scheiß. Das macht gar keinen Sinn. Und hier den Frostspurt mit Verkümmern zu verlinken, macht auch gar keinen Sinn, weil da eine Unterstützung reinkommt. Die Reinkarnation ist auch Quatsch. Ich habe die eigentlich nur hier drin, damit ich so hochleveln kann. Auf der anderen Seite habe ich aber gesehen, dass man die Dinge auch verkaufen kann im Zweifelsfall wieder. Ich muss die hier nicht horten, weil ganz ehrlich, die kosten jetzt nicht die Welt. Wenn ich in Akt 4, glaube ich, bin, kann ich mir so ziemlich jede Gemme einfach kaufen und dann kommen die alle wieder weg. Die sind jetzt eigentlich mehr für Zweitchars, weil aber Reinkarnation bräuchte ich nicht. Wenn man... Die brauche ich eigentlich... Die Quatsch durchstoßen, ist auch scheiße. Ne? Egal. Funken ist ganz witzig, aber auch nicht notwendig. Verkümmern war da. Kein Mensch. Das Einzige, was ich so sehe, ist, dass die Liste hier besser ist. Zusätzlicher Blitzschaden. Vielleicht besser als zurückstoßen, ne? Einfach nur mal so. Können wir mal hier einfach. Und her. Nein. Achso, und her. So. Sollte ich vielleicht mal sortieren. Gebe ich natürlich zweimal, das macht auch total Sinn. Da jetzt irgendwas total mega wichtig wäre, aber ist ja egal. So, was geht denn auf heilige Flammentotem? Ansturm ist Quatsch. Zusätzlicher Kälteschaden habe ich schon drauf. Ruft der an, geht nicht. Zurückstoßen, finde ich bescheuert. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und Minenkettenexplosion. Ich habe keine Ahnung. Angriffe, die mit Bögen oder Zauberstäben ausgeführt werden. Dementsprechend ist das Quatsch. Also gehen wir wieder zurück in die Feuchtlande. Machen wir die Gegend hier, müssen wir noch clearen. Nämlich nur jede Menge Zeug, was man umbringen kann. Hier vielleicht noch ein... Ich dachte, da ist vielleicht noch was Legendäres. Was Legendäres, als ob. Ich wollte eigentlich was Hochwertiges sagen. Und Tresor. Ah, jetzt habe ich die Dinger natürlich nicht mit. Ich habe, weil die sind nicht identifiziert. Wenn man jetzt eine Identifikationsrolle hätte, die ich gerade nicht habe, dann könnte ich hergehen und könnte da noch Bonus-Items rauskriegen, was ich jetzt gelernt habe, was ich dummerweise nicht wusste. Aber das, ich töte das Ding jetzt einfach mal so. Weil, das war top. Top doch so ganz gut. Oh, hochwertige Ziegenhorn und Bogen. Ich meine, Ding ist gar nicht. Gott, wie schlecht mit einem Ding drin. Unser Handschuhe. Ja, ich brauche auf jeden Fall irgendwas mit Geschick. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Talentbaum jetzt gleich irgendwie Geschick kriege. Aber ich möchte eher nicht. Achso, ich sehe gerade, die Folge ist vorbei. Haha. Ja, wir haben ein bisschen was gesehen. Ich mache die, weil wir sind nämlich jetzt hier. Den haben wir zwar erledigt. Genau, ich müsste jetzt eigentlich nämlich hier hinten hin. Das heißt, eigentlich kümmert euch um die Banditen. Ja, Reisekammer der Sünden. Das ist da oben. Also ich muss eigentlich jetzt, hier komme ich nicht rein. Und hier ist, glaube ich, das habe ich mit dem anderen Char gemacht, da ist ein Spinnennest. Aber ich habe irgendwie keine Quest dafür, deswegen warte ich da noch ab. Deswegen mache ich die Zone hier noch fertig. Und dann porten wir uns ins Lager und dann gehen wir mal hier hin. Ich weiß nicht genau, was da ist, weil auf der Seite war ich, glaube ich, noch gar nicht. Auch mit den anderen Chars nicht. Ich habe nur das hier alles gemacht. Und dann machen wir mal die Quests. Da machen wir vor allem mal das hier, glaube ich, mit dieser weißen Bestie, wenn wir den Durchgang finden. Ansonsten machen wir dann... gehen wir her und suchen den letzten Banditenfürsten noch. Gut, das aber ist in der nächsten Folge. Macht's gut, haut rein.